Einen wunderschönen guten Morgen. Seht ihr meine Augen? Ich sehe wieder ein wenig ausgeschlafen aus. Denn wir haben uns die letzten Tage ein wenig erholt, haben ein bisschen, oder so gut es geht, uns erholt. Und stecken jetzt momentan in den fetten Planungen für die Awesome People Conference 3. Coco bereitet gerade die Events vor. Unsere Speaker haben noch nicht alle zugesagt, aber es wird auf jeden Fall alles noch kommen. Nach und nach kommen immer mehr Speaker dazu und wir sind gerade am Umplanen, ob wir von 24 auf 30 Speaker umswitchen. Morgen werde ich mich mal den, oder übermorgen werde ich mich mal den Bewerbungen aus unserer Awesome People Family widmen. Aber bis dahin werden hier noch ein paar Tasks durchgerockt. Thomas, unser Stammgast hier, hat jetzt einen Job bei Ben Sattinger, richtig geil. Ja, muss man mal so sagen, ne? Und yes, Babies, lasst uns in den Tag starten. Da heute nicht allzu viel los war im Space, Rob sich mit Kati ausquartiert hat für Katis Geburtstag nach Hamburg, möchte ich euch ganz kurz und knackig, so wie gestern im Newsletter und auf Instagram und so schon angekündigt, mal kurz unsere Awesome People Page, Awesome People Family Page vorstellen, die ich so in den letzten Tagen und Wochen gebastelt habe. Und zwar, lasst uns mal in den Bildschirm reinjoinen. Hier seht ihr unsere Homepage. Willkommen in der Awesome People Family, denn wir haben jetzt quasi unseren Content Hub und quasi alles, was in unserer Family so passiert, haben wir jetzt hier gebündelt und haben ein bisschen erstmal porträtiert, was wir sind, wer wir sind, wie viele Mitglieder wir schon sind, wie viele Menschen wir schon unterstützt haben, wie viele Events gelaufen sind, kurz unseren Coworking Space hier vorgestellt, unsere Werte vorgestellt und quasi so ein kleines Porträt auf der ersten Seite geliefert. Und die ganze Page läuft quasi unter dem Motto, alle Projekte jetzt miteinander zu vereinen. Das heißt, wir haben ja auch den Podcast drauf, wo Rob ja immer ganz viel Content liefert. Und hier findet ihr mal die aktuellste Folge. Könnt ihr auch auf Android und iTunes subscriben, findet hier alle Folgen. Die Awesome Formel als Kurs haben wir hier natürlich auch übernommen. Und unseren Coworking Space. Auf die Seite bin ich richtig, richtig stolz, weil Adrian und ich uns echt viel Mühe gegeben und ein Meisterwerk hingelegt. Das Video hier ist übrigens auch von Adrian gefilmt, sehr, sehr schön geworden. Hier kann man so ein bisschen rumklicken, was geht im Awesome People Space ab, was erwartet uns, wo gibt es das Awesome People Space. Und ja, hier sind unsere super schönen Videoslider, die einfach, oh mein Gott, geil geworden sind. Hier findet ihr die Memberships. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit auf Skype callen, dann können wir einen Skype-Call machen. Genau, und haben hier halt ein kleines Porträt geliefert, warum die Seite jetzt noch nicht aktualisiert ist. Weiß nicht, hier ist eigentlich das Wochenprogramm noch drin. Über unsere Community haben wir auch noch ein bisschen geschrieben, die Geschichte in dem Awesome People Space. Und yes, und warum wir diese Website gemacht haben, hat einen ganz, ganz einfachen Grund, aber den erzähle ich euch draußen. Kommt mal mit. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Grund, warum wir jetzt all unsere Projekte auf eine Seite schmeißen. Denn wir haben ja unseren Podcast, wo regelmäßig Content drauf online geht. Wir werden jetzt noch einen Blog haben, wo regelmäßig Content drauf online geht. Und das Problem ist halt immer, gerade bei einem Online-Business, dass wenn man Produkte verkauft und die Reichweite bekommt, aber die immer getrennt ist vom Produkt, also nicht im direkten Zusammenhang steht mit dem Produkt, dann haben wir die Schwierigkeit, immer irgendwie verweisen zu müssen. Das heißt, wir müssen im Podcast sagen, klickt mal auf die Awesome Formel, schaut euch das an, klickt mal aufs Awesome People Space, schaut euch das an. Das Gute ist aber, wenn wir jetzt alles auf unserer Awesome People Family Page zusammen haben, dann ist quasi immer Bewegung auf der Website. Durch den Podcast sind immer wieder Leute auf der Website, durch den Blog sind immer wieder Leute auf der Website und das gibt uns die Möglichkeit, nicht immer so viel pitchen zu müssen, sondern die Leute kommen selbst auf die Idee, die Awesome Formel als Kurs zu buchen, die Leute kommen selbst auf die Idee, sich eine Membership im Awesome People Space zu holen. Die Leute kommen selbst auf die Idee, sich für die Conference einzutragen, sich Event-Tickets zu holen und so weiter. Und das ist quasi mein Tipp an euch, warum so eine Hub-Page, wo alle Projekte zusammengehen, so, so wichtig sind. Denn ihr müsst euch nicht mehr so krass anstrengen, nicht mehr so krass pitchen, denn da, wo euer Content online geht, da kommt auch der Traffic drauf. Und wenn ihr Traffic habt, dann habt ihr auch letztendlich Sales, wenn ihr eine gute Conversion Rate habt und Qualität liefert. Und das ist der Grund, warum unsere Family-Page existiert. Und natürlich gibt es noch einen Grund, weil wir endlich den Kern unserer Bewegung darstellen möchten, auch nach außen präsentieren möchten, in dem Sinne, wie er es verdient hat. Danke fürs Zuhören. Oh, Freunde, es ist echt spät geworden im Awesome People Space. Wir haben gefühlt heute nach langer Zeit mal wieder ein 3-3-Taker gemacht. ja,
der Tag war lang, viele Zahlen studiert. Ich habe mich gerade noch sehr, sehr intensiv mit Facebook Metrics auseinandergesetzt. Ich bin reif fürs Bettchen, werde heute Nacht sehr fein schlummern. Theresa räumt hier noch seelenruhig auf, schmeißt das Geschirr durch die Gegend. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten APS wieder. Wenn es wieder heißt, wir rocken das aus im People Space. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch die Family Page angeguckt habt und wenn ja, wie euer Feedback ist. Bis dahin. Adios, amigos. Seit wann tragen wir eigentlich Schuhe im Space? Entschuldigung, ich muss einfach mal rein.